Hallo und willkommen zu meinem zweiten Video von Recklinghausen zu der Zeit, als ich noch ein kleiner Junge war. Ich wünsche euch viel Spaß zu meinem Video Recklinghausen 2. Ja, das ist das Haus, wo ich letztendlich groß geworden bin, bei meiner Großmutter. Das hier ist das Fenster. Und später habe ich dann hier auf 11 in dieser Wohnung gewohnt. Damals noch ziemlich klein war, ja, habe ich dann halt auch hier oft auf diesem Postgelände verbotenerweise gespielt. Jetzt gehe ich mal hier hinten, da kann man ja zum glücklicherweise sehen, früher waren hier zwei große Haselnusssträucher, aber die sind jetzt leider weg. Und ja, und ich habe in meiner Kindheit hier auch einen kleinen Schatz vergraben mit Murmeln in so einer kleinen Piratenkiste, das war hier zwischen. Ob es den überhaupt noch gibt, weiß ich nicht mehr. Und das hier war praktisch dann damals das unheimliche Haus für mich. Das habe ich dann von da rüber dann sehen können, also von da rüber sehen können. Das war dann damals immer ziemlich unheimlich, weil in dem kleinen Fenster dort ein ziemlich fahles Licht ab und zu mal geschienen hat. Hier, wo jetzt Potlesch ist, war früher ein altes Haus, ziemlich hoch gebaut. Und unten gab es ein kleines Kiosk drin. Diesen Zootreff, den gibt es immer noch. Ja, und hier war früher eine Holzhandlung, wo jetzt dieses Gebäude steht. Das wurde damals nicht verschont. Wir hatten damals einen kleinen, eine Einfahrt gehabt. Da konnte man drunter herkriechen. Und dann habe ich dann halt eben halb erlaubterweise oder mehr gar nicht erlaubt in der Holzhandlung gespielt. Dieses Postzeichen gibt es auch schon seit ich denken kann. Wikingstraße, ja. Ja, ich wollte ja auch, habe ja auch ein Praktikum gemacht und ich wollte auch damals Briefträger werden. Und dieser Weg hier ist praktisch der gute alte Weg Richtung Meile. Meistens haben wir uns dort, wo jetzt hier eine Tipstar Sportswettenbar ist, war damals hier das Old Bailey, da haben wir uns dann getroffen. Und dann ging es dann meistens weiter in die Altstadt. Auf die Meile. Ja, wo jetzt hier diese Shisha Lounge ist, war damals ein indisches Restaurant. Ja, und dann ging es noch weiter hier Richtung Innenstadt. Und zu meiner Zeit hatten wir auch eine sehr schöne Meile mit praktisch allen Subkulturen, die man so nennen kann, hatten wir praktisch eine Kneipe. Und es war ein ziemlich buntes Treffen hier. Das ist das Haus von der ehemaligen Martini-Klause. Früher hatten wir den Ismet hier drin. Hier ist auch wieder ein Imbiss drin. Ja, hier ging es dann rein in die Martini-Klause. Dieses Fenster gab es damals noch nicht. Und da waren früher so die dunkle High Society vertreten. Früher war das hier eine Apotheke. Naja, jetzt ist es sowas Ähnliches. Das hier ist die Schule, wo ich damals meine ersten Schultage verbracht habe. Hier bin ich sogar einmal sitzen geblieben, von der ersten wieder zurück zur ersten nochmal. Also ich wurde nicht versetzt, weil ich eigentlich noch nicht reif war für die Schule, sagte man. Aber es lag daran, dass ich damals hyperaktiv, also ein ADHS-Kind war. Dieses Gebäude gab es damals noch nicht. Das war alles Schulhof und hier haben wir auch damals Cowboys und Indianer gespielt. Ja, dieses Haus gibt es immer noch. Kunsthaus Schröder. Mit dem Jungen war ich damals in der Grundschule zusammen. Ja, und jetzt sind sie in den wohlverdienten Ruhestand. Hier gab es schöne Spielzeuge zu kaufen. Kunstvolle Spielzeuge. Und auch sehr viele andere Sachen. Ja, und interessanterweise ist ja ein altes Bild von der Pelzmanufaktur Farnstich. Die war hier drüben gewesen. Auch mit dem Jungen bin ich damals hier auf der Grundschule gegangen. Ja, bei Recklinghausen könnte ich jetzt praktisch ein stundenlanges Video machen von früher und heute, weil doch sehr viele Erinnerungen wieder wach werden. Ja, und hier haben wir auch hier Klauser.
Lurchi, die Schuhkinderabteilung. Ich habe damals alle Bücher gehabt. Diese Brücke gibt es hier immer noch. Die war einmal überdacht, also praktisch eine Röhre. Da konnte man prima drin verbotenerweise Rollschuh laufen, was ich natürlich auch gemacht habe. Ja, und das ist das alte Parkhaus. Das gibt es auch immer noch. Ja, und von da oben haben wir öfters mal Wasserbomben auf die Passanten geworfen. Der gute alte Tabakladen, ja, da habe ich mal meine erste Zigarre gekauft, nur um cool zu wirken. Okay, liebe Leute, das war Recklinghausen, die Stadt meiner Jugend, wo ich groß geworden bin. Hat sich natürlich sehr vieles verändert. Im Hintergrund habe ich jetzt hier das Palais Fest und hier war praktisch ja, der Vorhof vom damaligen Lörhof Center. Auch hier war damals ein kleiner Springbrunnen gewesen, aber hier so. Da haben wir mal Seife und Waschmittel reingetan, das ist halt wunderbar geschäumt. Und ja, ich hoffe, das kleine Video von meiner Stadt, wo ich groß geworden bin, hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da oder aber abonniert sogar meinen Kanal, um keines meiner neuesten Videos zu verpassen. Und vergiss aber nicht, die kleine Glocke oben zu aktivieren.